Ja, dabei unsere Tovarisch. Heute zeigen wir, das Wort Golok markiert nach British Army Patron. Oh. Immer wenn ich die Kappe hier aufhab, babbel ich hier Russisch. Gibt's ja gar nicht. So, willkommen zum neuen Review. Ja, das ist besser. Das ist besser. Mal hier. Warum zum Kuckuck haben die das so gemacht? Ist egal. Ach, echt gemütlich. Mit der Gisch jeden Tag tiefgeladen. Und frier mir nicht die Ohren ab. So. Also. Heute dieses Wort Golok Machete. Nach dem British Army Pattern. Also nach dem praktischen Design der britischen Armee. Zur Verfügung gestellt hat mir da der Lasse Böckmann. Waldlaufer Shop, von daher Werbung. Scheiß drauf. Bevor wir zur Machete kommen, kommen wir zur Scheide. Die ist ja einfach ein paar Rindsleder übereinander gepackt, ein paar Nieten durchgeballert. Ja, hier unten nochmal drei Löcher reingebohrt. Ja, urig. Nichts Irres, aber es ist halt, ne? Und ja, haben auch alles schief geschnitten und so. Ich glaube, das ist den Scheiß egal. Das geht denen am Arsch vorbei. Hauptsache hält. Und wisst ihr was? Da haben sie recht. Schönheit ist was für Pussys. Ja? Wir sind ja hier nicht im Takatuka-Land. So. Handelt sich also um eine Machete, die dem Lasse Böckmann gehört. Wir haben den 15N20 Stahl. Das ist der rostet. Ja? Das ist aber auch ziemlich wurscht, weil. Bisschen Stahlwolle, bisschen Öl, ist das Ding wieder wie neu. Ja, wir haben eine 28 cm Klingenlänge, 3,3 mm Klingenstärke, 43 cm Gesamtlänge, so, und das Schätzchen wiegt nur 400 Gramm, was mich äußerst beeindruckt. Gut, dann wollen wir mal ein bisschen Späßchen haben. Ach übrigens, die Firma Sword ist ja nicht nur bekannt für große Apparate und so, und die sind auch noch bekannt für kleine Messerchen. Zum Beispiel hier das Sword Pheasant. Ja, eigentlich schon ein Klassiker. Kleines Bauerntaschenmesser. Ja, Friction Folder. Äußerst 42A konform. Ja, ob es jetzt beim Lasse im Webshop gibt, weiß ich nicht. Ich hatte sie über Mila Sports bekommen. Lasse. Solltest du darüber nachdenken. So, wollen wir ein bisschen Spaß haben. Ja? Okay. Der Lasse hat damit übrigens Schweinefüße batoniert. Also nicht batoniert, sondern die Schweinsfüße damit gechoppt. Ja? Zack, habt ihr das gesehen? Ja, also die Dinger sind eine Urgewalt. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ja. Hat sich das schon von allein gespaltet. So.
So schön gefrorenes Holz. Ist hier überhaupt kein Ding für so ein Kamerad hier. Zack. Tschüss und klack und weg. Tja. Ich muss gar nicht viel erzählen über das Teil, ja? Und das spricht ja für sich. Ja, also bis jetzt waren alle Sachen von Sword, die ich in die Hand bekommen habe, exzellente Arbeitsgerätschaften. Das hier ist übrigens Leinmika da und hier mit dem Lanyard D-Griff hat der Lasse selber dran gefrickelt. Geht, damit man die beim Choppen nicht verliert oder was auch immer. Ding ist geil. Ding ist scharf, das ist hart. Balliger Anschliff. Cooles Ding, auf jeden Fall. Dankeschön, Lasse, fürs zur Verfügung stellen. Bin sehr beeindruckt. Gefällt mir äußerst gut. Ja, das war's. Link packe ich in die Beschreibung. Da kommt dann aber vom Lasse direkt die ganze Sword-Webseite zum Anschauen. Oh, ich finde die immer sehr geil. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Genießen, bitte schön. Sie genießen diese wunderschöne Natur, ja? Gucken. Also, genießt euren Tag, lasst euch nicht ärgern. Danke, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und immer gilt. Tschüss, Matjo, schwenk du. Tschüss, hör ab. Und schwenk Schöpke, gell? So. Oh. Die geil. Schmack meine Schöpke. Jetzt aber weg. Tschüss.